vollkommen normal, dass wenn Sie bei uns in die Entwicklungsabteilung reingucken, dass dort Physiker, Ingenieure und Informatiker gemeinsam an Projekten arbeiten. Und das ist natürlich, ich will mal sagen, der Wortschatz dieser drei Gruppen nach wie vor nicht ganz deckungsgleich ist. Liegt da ein bisschen in der Natur der Sache, aber das macht es ja auch spannend und interessant. Aktuell gibt es den Fachverband Elektrische Automatisierung, der mit der IT-Technik, der Softwaretechnik dort eng zusammenarbeitet, einzelne Themen identifiziert und in Arbeitskreisen dann auch voranbringt. Die Security ist dort natürlich wieder ein Schlüsselwort, was sehr wichtig ist, aber auch die Thematik rund um App-Anwendungen für die Maschinenbedienung. Wir haben jetzt Spiegelgremien gegründet im ZVI zur Industrie 4.0. Und das hilft natürlich schon, die Themen wie Cybersecurity und diese ganzen Themen auch im Rahmen von ZVI zu bearbeiten und recht eng dann mit der Industrie 4.0-Plattform zu koordinieren. Wie sehen Sie da die Weiterentwicklung der SMS IPC Drives an der Stelle? Eine Messe ist auf der einen Seite immer ein Spiegelbild einer Industrie oder einer Branche. Die Automatisierung ist für mich eine Enabler-Technologie, eine Schlüsseltechnologie für mehr Energieeffizienz, Qualität und Produktivität. Was wir immer anbieten können, ist ein Marktplatz, auf dem sich alle, die ein Thema interessieren, die dazu was zu sagen haben, treffen. Und da schließt den Kongress natürlich mit ein. Eine Herausforderung wird auch sein, noch Ingenieure zu motivieren oder Studenten zu motivieren, das Ingenieurwesen zu studieren. Wir brauchen Softwareentwickler, die in die Automatisierung gehen möchten und keine Computerspiele entwickeln. Und wir brauchen noch den klassischen Elektrotechniker, der eine Platine, einen Schaltkreis entwickeln kann. Wir müssen es halt irgendwo schaffen, sozusagen das Ingenieurwesen aus der Ecke der Nerds herauszukriegen. Und ich glaube, dass wir da kleine, aber feine Fortschritte machen. Dazu aus meiner Sicht ist es auch nicht Ziel der Ausbildung, wird es auch in naher Zukunft nicht sein, hier jemanden auszubilden, der das sozusagen alles kann. Was ein Ziel mit Sicherheit sein wird, ist in den einzelnen Disziplinen dafür zu sorgen, dass dieses Verständnis, was im Moment doch eher erst in den Abteilungen der Firmen im Laufe des Projekts zustande kommt, schon während des Studiums zustande kommt.